zunächst mal haben wir ein bisschen Aderlass gehabt, gerade in der Offensive. Und dementsprechend sind wir auch nach wie vor an der Stelle immer bereit, uns noch ein Stück weit Verstärkung ins Haus zu holen. In den beiden Fällen ist es so, dass der Luke Ihorst von Werder Bremen für 2 Jahre an uns ausgeliehen wird. Der bringt eine ganze Menge an Potenzial mit. Neben seiner Erscheinung, also seiner Körpergröße von 1,90, auch ein wirklich sehr, sehr gutes Tempo. Dazu eine Beidfüßigkeit, hat aber im ersten Jahr jetzt, was er gespielt hat in der Regionalliga Nord, für die zweite Vertretung von Werder Bremen, seine erste Duftmarke im Herrenfußball gesetzt. Und ich bin aber auch davon überzeugt, dass da noch diverse Entwicklungsschritte möglich sind, die ihn auch dazu befähigen, in der zweiten Bundesliga hier und da für Aufsehen zu sorgen. Und bei Maurice Multhaupt ist es so, dass es ein Spieler, der über jahrelange Zugehörigkeit zu den U-Nationalmannschaften relativ schnell den Sprung in die erste Bundesliga geschafft hat, damals zum FC Ingolstadt. Sicherlich nicht ganz so aufgegangen, wie er sich das selbst doch vorgestellt hatte. Beim ersten FC Heidenheim dann um eine Position zu konkurrieren mit Marc Schnatterer, auch vielleicht nicht das Einfachste. Aber das Potenzial des Jungen ist nach wie vor gegeben. Und wir hoffen, dass es sich hier dann auch vielleicht in etwas höherem Maße noch zur Entfaltung bringen kann. Der Junge bringt sehr, sehr viel mit im offensiven 1 gegen 1, unglaublich hohe Antrittsgeschwindigkeit und darüber hinaus weiß er auch, was in der zweiten Liga notwendig ist, mitzubringen. Das heißt, gepaart einfach die doch noch jugendliche Frische, aber auch mit dem Schuss Erfahrenheit, die dann eben auch für uns notwendig ist, um in der Liga dann noch zu bestehen. Ja, also wir wissen, dass die Transferperiode bis zum 5. Oktober laufen wird. Das ist von heute an doch noch eine ganze Menge. Das sind gut 2 Monate noch, in der sozusagen Bewegung im Markt sein wird. Für mein Dafürhalten jetzt unmittelbar vor Start der zweiten Liga haben viele nochmal das eine oder andere personell verändert. Und ich glaube auch, dass es jetzt während der Vorbereitungszeit noch zu Veränderungen kommen wird. Und da wird auch der VfL Osnabrück keine Ausnahme sein. Wir werden nach wie vor versuchen, uns weitgehend zu verstärken. Insbesondere ist da der Offensivbereich noch das, wo ich glaube, dass das ein oder andere Puzzleteil noch mit hinzukommen sollte. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass ich gerne noch einen weiteren Torwart und gegebenenfalls eben auch noch in anderen Mannschaftsteilen etwas dazusteuern kann. Und natürlich kann es auch sein, dass je nach Ausgang der Vorbereitung oder je nach Verlauf der Vorbereitung auch der eine oder andere auf die Idee kommt, auch den VfL Osnabrück noch zu verlassen. Das ist alles nicht ausgeschlossen, aber ich stehe jetzt nicht hier und sage, wir sind zu so und so einem Prozentsatz fertig, weil es einfach auch ein Stück weit ein bewegliches Konstrukt ist, zumindest bis zum 5. Oktober. Erstmal die größte Rolle spielt immer das Inhaltlich-Fachliche. Und das war sowohl beim Cheftrainer Marco Grote der Fall, als auch dann beim weiteren Co-Trainer Dennis Sogan. Dass er darüber hinaus ein bisschen was mitbringt, dass er den Cheftrainer gut kennt, weil sie mal zusammen auf dem Fußballplatz gestanden haben, dass sie sich gegenüber gestanden haben als Trainer, dass sie sich sozusagen dann aber auch immer mal wieder über Fußball ausgetauscht haben, hilft der ganzen Sache natürlich. Genauso ist es aber auch, dass Tim Danneberg gemeinsam mit Dennis Sogan auf dem Feld gestanden hat. Auch dort gibt es schon eine gewisse Chemie untereinander. Und ich glaube, und das ist auch wichtig, und das hat auch der Trainer eben nochmal sehr deutlich, auch der Mannschaft und dem Funktionsteam mit auf den Weg gegeben, dass er das Ganze wirklich als Team sieht, ohne da jetzt großartige Hierarchien mitzusehen. Er wird in der letzten Konsequenz der Cheftrainer sein, der die Entscheidungen sportlich rund um die Mannschaft treffen wird. Aber sicherlich rückt das alles ein Stück weit zusammen, gemeinsam dann auch mit dem restlichen Trainerteam rund um Rolf Meier, Jan-Philipp Hestermann und auch unseren Spielanalysten Rafael Gamero. Alles klar, Benjamin Schwedes, vielen Dank.